Hallo und herzlich willkommen zu 61 Minuten Sex. Mein Name ist Jan und es gibt ein ganz kurzes, relativ schnelles Video. Es geht eigentlich nur um die Männlichkeit in Beziehung. Nur kann man aber direkt schon wieder streichen, denn es geht um die Männlichkeit, Mann zu sein. Und Mann, ja, ich sage Muskeln. Warum Muskeln? Ja, das kann in der Beziehung mit einer Frau oder auch natürlich mit einem Mann irgendwo eine Rolle spielen, aber im Endeffekt sind Muskeln und auch andere Sachen, die wir uns nach außen aufbauen, meist ein Schein. Das heißt, eine Fassade, die Äußerlichkeit ist eigentlich das, wo wir sagen, ah ja, das ist total wichtig, da brauchen wir total viel, ich brauche ein geiles Auto, eine geile Wohnung. Natürlich beeindruckt das, genauso wie irgendwie ein geiler Körper. Und im Endeffekt ist ja keiner davon frei zu sagen, ja, das Äußere interessiert mich nicht oder so, das kann jeder behaupten, aber im Endeffekt ist es natürlich nicht so. Aber es geht doch darum, was ist denn jetzt der Mann in der Beziehung? Ist der Harte, der Fels in der Brandung, der, bei dem man sich an der Schulter anlehnen und ausweinen kann oder so? Aber was ist denn dahinter? Ist es wirklich immer dieses Macho-haft, ich gehe nach außen, ist das das Gute? Oh, ich gehe dahin, hey Baby, wer bist du denn oder so? Ja, also dieses einen auf cool sein, ich kontrolliere immer alles, ich bin der völlig Beherrschende, hab mir eine schöne Mauer aufgebaut und dahinter ist der weiche Kern. Und das ist ja eigentlich das, was man als Mann wirklich eigentlich sein sollte. Warum bauen wir uns aber diese Mauer auf, weil wir irgendwann verletzt worden sind? Das ist zumindest bei sehr vielen so, dass man eine Mauer aufbaut zum Schutz, aber diese Mauer engt natürlich gleichzeitig auch ein. Das heißt, ich habe diese Mauer um mich rum und denke, oh ja, da fühle ich mich sicher, ich habe einen dicken, fetten Schutzschild. Aber im Endeffekt bringt uns das doch relativ wenig, außer natürlich, dass wir eingeengt sind. Gleichzeitig denken wir, oh, diese Sicherheit ist gut und schön. Ich kann mich davon selber natürlich auch nicht freisprechen. Also bei mir ist das auch in gewisser Weise so, dass man gewisse Mängel hat. Aber Mängel, das ist genau das. Ja, ich bin verletzt worden, verlassen worden, enttäuscht worden, sonst irgendwas. Und natürlich macht uns das irgendwo schwächer. Aber gleichzeitig macht es uns auf Dauer natürlich auch stärker. Vor allem dann, wenn wir uns damit auseinandergesetzt haben. Und diese Auseinandersetzung, die kostet sehr viel Kraft. Und die Kraft nehmen wir uns meistens nicht, weil wir einfach weiterleben. Ich mache hier das, ich mache das, ich mache das. Den ganzen Tag bin ich beschäftigt, aber ich beschäftige mich kaum mit mir selbst. Und mit mir selbst, da kommen wir nämlich schon zum Kern der Sache. Weil das ist eigentlich die Persönlichkeit. Das heißt, wenn ich zu mir selber finde, das heißt zu meiner eigenen Persönlichkeit, zu meiner eigenen Weichheit, zu meinem eigenen Kern. Und diesen Kern mal ein bisschen weiterentwickeln kann. Das heißt, dass ich dann irgendwie auch aus mir rausgehen kann. Aber aus mir rausgehen kann ich ja nur, wenn irgendwas drin ist und wenn ich davon genug habe, um es nach außen tragen zu können. Und genau das braucht man in der Beziehung. Das heißt, dass man nämlich nicht diese Mauer nur aufbaut und sagt, oh, ich bin der coole, kleine, starke Typ, sondern dass man diesen Kern entwickelt, dieses Weiche, dieses Soft Skills, wird heutzutage viel gesagt, aber genau das braucht man auch in der Beziehung. Das heißt, man muss in dieser Beziehung, der männliche Teil, ist der wirklich gute Teil, wenn man es schafft, sich selbst so weit zu entwickeln, dass man es schafft, den anderen mit einzubeziehen und das heißt, in seinen eigenen Rahmen auch reinzulassen. Das heißt, die Verletzlichkeit zuzulassen, Fehler zuzugeben, aber gleichzeitig auch, natürlich muss man auch Stärke zeigen, aber das heißt, Stärke ist nicht nur Härte, sondern Stärke ist auch Weichheit. Man kann auch mal beim König der Löwen oder bei irgendeinem anderen Film, kann man auch mal weinen und nicht nur bei einem Film, sondern auch bei realen Situationen. Das heißt, man muss seine Emotionen auch zulassen können, aber jemanden zu zeigen, dass man verletzlich ist, das bedeutet so viel, denn dann zeigt man ihm, dass man einerseits ihn mit aufgenommen hat in seinen innersten Kreis, in sein Herz und da ist nämlich eigentlich das, was ganz, 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 ganz wichtig ist, das Herz, die Gefühle, die Emotionen, das ist das Wichtigste eigentlich in jeder Beziehung, was heißt eigentlich, das eigentlich können wir auch direkt wieder streichen, aber im Endeffekt, was wollt ihr denn, was wollt ihr in der Beziehung, sowohl die Männer als auch die Frauen, schreibt mal dazu, ob ihr männlich und weiblich seid und dann, was ihr in der Beziehung wollt von einem Mann, also ich meine, was ist denn männlich, was ist männlich für euch? Für mich ist es ganz klar, dass man diese Weichheit zulässt, dass man das in eine Beziehung mit einbringt. Das ist für mich männlich. Und was macht das Ganze? Ja, Selbstbewusstsein braucht man und dann kann man was bewegen. Gleichzeitig ist aber auch immer, dass einer sagt, ja, Humor ist total wichtig. Ganz viele Frauen sagen, dass Humor wichtig ist in einer Beziehung. Männer sagen das auch, aber es geht ja jetzt um die Männlichkeit. Also gehen wir mal davon aus, dass eine Frau einen Mann interessant findet. Standard-Routine-Situation will jetzt keine homophobe Kacke hier aufbauen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht nur um den Normalfall. Normalfall im Sinne von ganz viele, ihr wisst, was ich meine. Also, Humor, warum ist denn Humor so interessant? Humor ist interessant natürlich, weil er mich emotional mitreißen kann, aber wann ist denn Humor wirklich gut? Humor ist natürlich gut, wenn er auf der Bühne steht, irgendwelche getimten Gags raushaut und alle lachen, aber im Endeffekt ist Humor, der mich wirklich berührt, im Herzen berührt, ist der Humor, wo jemand offen ist. Und offen kann man, wie gesagt, nur sein, wenn man diese Verletzlichkeit zulässt. Und das gilt auch für den Humor, denn im Endeffekt ist es in der Schule oder so, kennt man das, irgendwann wird man ausgelacht. Und das ist genau das, wovor ganz viele Angst haben, warum viele auch den Humor nicht zeigen können, weil sie Angst haben, dass man über sie lacht und nicht über das, was sie gerade gemacht haben, was sie von sich preisgegeben haben, welche Geschichte sie erzählt haben. Und deswegen ist Humor meiner Ansicht nach auch ein Schlüssel dazu, andere Menschen zu bewegen. Ich habe relativ schlechten Humor, meiner Ansicht nach. Ich habe keine Ahnung, manche Leute lachen darüber, manche lachen auch über meine Lache. Ja, ist ja auch gar nicht verkehrt. Aber im Endeffekt, ja, das ist meine Meinung. Relativ persönliches Video, habe mich einfach mal hier hingesetzt und gesagt, jo, Männlichkeit, ihr wolltet das im Zuschauer-Kommentar-Video, habt ihr gesagt, jo, hau mal wieder Schnellsprechvideo raus. Ich denke, die Sprachtempo war relativ hoch. Wenn ihr gezählt habt, wie viele Worte ich geschrieben habe, dürft ihr die Zahl hier drunter schreiben und ja, dann könnt ihr euch ein Eis davon kaufen. Wenn nicht, ja, das war's für heute. Sicher macht Sex Spaß, auch männlich. Huah. Geil, one take. Bam, Junge. Tö.